Willkommen zu einem neuen Beitrag. Es gibt Fälle, da bekamen Menschen etwas geschenkt oder haben sich etwas Gebrauchtes gekauft und es bringt ihnen nur Pech. Und es gibt Fälle, da wurde Dingen zugesprochen, dass sie sogar verantwortlich für den ein oder anderen Todesfall sind. Einige Menschen gehen davon aus, dass Dingen etwas anhaften kann, dass etwas mit ihrer Vorgeschichte zu tun hat und das dafür sorgen kann, dass es Menschen, die diese Dinge später besitzen, nicht sonderlich gut geht. Ich möchte heute ein paar dieser Objekte aufzeigen und die Geschichte erzählen, die damit verbunden ist. Liebe Mythengemeinde, natürlich sind einige dieser Dinge, die ich heute zeigen werde, derart, dass man sagen kann, naja, ob das alles wirklich so stimmt. Aber so ist es eben im Bereich Mythen und Mystery. Allerdings, bevor ihr urteilt, solltet ihr euch die Frage stellen, ob ihr diese Dinge wirklich in eurem Besitz nehmen oder vielleicht sogar ausprobieren würdet. Vielleicht sind ja gerade diese Geschichten hinter den Dingen, die ihr anzweifelt, wirklich wahr. Dann machen wir mal eine kleine Reise durch die Welt von verfluchten und unheimlichen Dingen. Die Fetid Face Mask. Vor einigen Jahren bekam ein Museum für okkulte Gegenstände ein Paket, anonym. In diesem Paket enthalten war diese Maske. Bei der Maske lag ein Zettel mit einem einzigen Satz und der hieß, es tut mir leid. Die Maske, die war sehr verschmutzt und sie musste erst einmal gereinigt werden. Und wie das nun einmal so ist, und das kennt ihr vielleicht selbst, wenn man eine Maske in der Hand hält, dann kann man der Versuchung kaum widerstehen, sie aufzusetzen. Und das war auch bei den Mitarbeitern des Museums nicht anders. Nachdem die Maske gereinigt war, setzte der erste Mitarbeiter diese Maske auf. Aber schon kurz nachdem er diese Maske aufgesetzt hatte, überkam ihn ein Gefühl der Übelkeit und dann ein Gefühl, als würde er seinen Körper verlassen. Erschrocken setzte er die Maske ab. Andere Kollegen, die setzten diese Maske ebenfalls auf und sie berichteten von merkwürdigen, starken Gefühlswallungen, die sie bekamen. Eifersucht, Wut, regelrechter Hass stieg in ihnen auf. Alle legten diese Maske erschrocken beiseite. Und jeder weitere, der danach diese Maske aufsetzte, ohne dass man ihm vorher erklärt hätte, was dann passieren könnte, bekam ebenfalls diese merkwürdigen Gefühlsausbrüche. Der Leiter des Museums, der schickte diese Maske in ein Labor, um festzustellen, ob es vielleicht im Inneren dieser Maske irgendeine Chemikalie gab, mit der sie bearbeitet wurde, oder etwas in dieser Richtung, das diese Gefühlsausbrüche verursachen könnte. Aber in dem Labor wurde nichts festgestellt. Allerdings, als diese Maske zurückgesendet wurde, gab es da natürlich das Analyseschreiben, aber eben auch den Hinweis, dass die Mitarbeiter des Labors ähnliche Gefühlsregungen an sich festgestellt hätten, als sie diese Maske trugen. Und es war auch danach immer wieder so, dass Menschen, die überhaupt nichts über diese Maske wussten, diese Gefühlsausbrüche bekamen, sobald sie diese Maske aufsetzten. Man beschloss dann, diese Maske in einer Vitrine auszustellen, so dass Besucher diese Maske nicht aufsetzen konnten. In dem Museum geht man davon aus, dass es sich um so eine Art der japanischen No-Masken handeln könnte. Bei diesen No-Masken ist es ja so, dass der Glaube existiert, dass diese Masken negative Gefühle beim Träger absorbieren könnten. Allerdings sollen diese negativen Gefühle dann in diese Maske übergehen. Und dann würde diese Maske eben all diese negativen Gefühle enthalten, so wie Wut, Hass, Eifersucht und so weiter, die sie beim Träger absorbiert hat. Und wenn man diese Maske dann aufsetzt, dann zieht man sich diese Gefühle in den eigenen Körper. Auffällig bei dieser Fetid Face Maske ist eben, dass selbst Menschen, die nichts über diese Maske wussten, denen man nicht erzählt hat, was passieren könnte, wenn man sie aufsetzt, diese Gefühlsausbrüche bekamen. Der Ursprung dieser Maske, der ist vollkommen unbekannt. Niemand weiß letztendlich, wer sie diesem Museum zugeschickt hat. Was denkt ihr? Würdet ihr sagen, es ist
überhaupt möglich, dass sich negative Gefühle in einer, ja, vielleicht unter speziellen Bedingungen, unter Magie oder wie auch immer hergestellten Maske sammeln können? Oder ist das Ganze vielleicht nur eine Legende? Und mal Hand aufs Herz, würdet ihr diese Maske aufsetzen? Den nächsten Gegenstand, den wir uns ansehen, der wurde bekannt unter dem Namen The Corrupted Testament. Es handelt sich dabei um eine Ausgabe des Neuen Testaments, die im Jahre 1822 gedruckt wurde. Ein Priester namens Edward in den USA, der bekam diese Bibel in die Hand, und dieser Priester, der war ein sogenannter Befreiungspriester. Das heißt, er war Exorzist. Und zu diesen Exorzismen, da führte er immer dieses Neue Testament mit. Und während dieser Prozedur, da bekommt ja auch dieser, ich sag mal, vermeintlich Besetzte auch dieses Testament auf die Stirn gedrückt. Diejenigen, bei denen so ein Exorzismus durchgeführt wurde, die schwitzten dabei natürlich sehr. Und immer, wenn ihnen dann dieses Neue Testament auf die Stirn gedrückt wurde, hinterließen sie ein wenig von dem Schweiß auf dem Umband dieses Buches. Und dieser Priester, der war wohl, was Exorzismen angeht, ziemlich unterwegs. Und so ist diese Ausgabe vom Buchdeckel bis über die ersten Seiten mit dem Schweiß der Menschen getränkt, die einen Exorzismus erhielten. Aber war das alles, was auf dieses Buch überging? Dieses Buch stammt aus dem Jahre 1822, und wenn man die Geschichte verfolgt, die ja mittlerweile aufgeschrieben ist, da kam es da zu einigen Todesfällen. Belegt ist, dass das Buch von zwei Personen in ihrem Fahrzeug mitgeführt wurde, die beide in einen tödlichen Autounfall verwickelt wurden. Ein Wagen brannte aus, aber dieses Buch, das wurde vorher aus dem Fahrzeug geschleudert. Der nächste Besitzer, das war ein Sammler von historischen Schriften, und dessen Haus brannte komplett nieder, und es gab dort eine Kommode. Und diese Kommode hatte, obwohl das Haus niederbrannte, keine Spuren des Brandes, und in dieser Kommode wurde dieses Buch aufbewahrt. Dieses Neue Testament wurde dann von den Nachkommen des Priesters wieder zurück in die Familie gekauft. Aber dort blieb es eben nicht lange, denn seit dieses Buch dann im Besitz der Familie war, in dem Haus, wo es dann verwahrt wurde, kam es zu extremen Geruchsbelästigungen. Immer wieder verbreitete sich ein unheimlicher Gestank in diesem Haus, vor allem eben auch nach Schwefel. Die Besitzer, die in diesem Haus wohnten, die hatten dann permanent das Gefühl von extremem Unwohlsein und vor allem das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie schenkten dieses Buch dann einem Sammler, der es in seinem kleinen Museum ausstellte, wo es dann heute noch zu sehen ist. Ein Buch, durchdrungen vom Schweiß derjenigen, an denen ein Exorzismus durchgeführt wurde. Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen. Meinungen, die sagen, Exorzismus ist Blödsinn, weil es so etwas wie Besessenheit gar nicht gibt. Und es gibt die Menschen, die sagen, es gibt sehr wohl Besessenheit, und die Literatur ist voll von derartigen aufgezeichneten Fällen. Und was da so passiert ist, das kann man sich wirklich nicht irgendwie schönreden. Gesetzt im Fall, Letztere haben recht. Haltet ihr es denn für möglich, dass sich außer dem Schweiß derjenigen, an denen der Exorzismus durchgeführt wurde, noch etwas von dem mit in das Buch eingebracht hat, das diejenigen besetzt hat? Oder wie ist eure Meinung zu diesem Buch und seiner Geschichte? Und würdet ihr euch dieses Neue Testament zu Hause ins Buchregal stellen? Das nächste Objekt, das ist der sogenannte Ghost Mirror. Der hat eine seltsame Geschichte. Ein sogenannter Paranormal Investigator namens Greg Newkirk, der wurde eines Tages von einer Frau kontaktiert. Diese Frau erzählte, dass sie einen Gegenstand hätte, den sie ihm übergeben wollte. Als die beiden sich trafen, stellte sich die Frau als Sarah vor. Und in ihrem Wagen, gut abgedeckt, da lag ein großer Spiegel. Sarah erzählte, dass dieser Spiegel von ihrer Mutter sei. Und die wiederum habe ihn in einem alten Trödelladen gekauft. Und in diesem Trödelladen wäre sie schon gewarnt worden, nicht so lange in diesen Spiegel hineinzuschauen. Sie hätte das Ganze dann mehr oder minder für so ein unheimlich Reden eines Gegenstandes gehalten, um ihn vielleicht besser verkaufen zu können. Aber da dieser Spiegel der Mutter gefiel, hätte sie ihn ohnehin genommen, und sie kaufte ihn auch. Irgendwann hätte dann ihr Vater bei dieser Sarah angerufen und sich besorgt darüber geäußert, dass ihre Mutter sehr viel Zeit damit verbrachte, in diesen Spiegel hineinzuschauen.
Einige Tage später fuhr Sarah dann zu ihren Eltern und wollte den Spiegel sehen. Um dieses seltsame Verhalten seiner Frau zu beenden, da hatte der Vater in der Zwischenzeit diesen Spiegel mit Tüchern umwickelt und in den Schrank gelegt. Und ihre Mutter, die bezeichnete diesen Spiegel als böse. Sarah packte diesen Spiegel und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Nach langem Überlegen entfernte sie die Tücher und warf selbst einen Blick in diesen Spiegel. Sie bemerkte, dass sie sehr schnell in so eine Art Trance geriet, konnte sich aber daraus befreien, packte den Spiegel wieder ein und überlegte, was sie damit tun sollte. Aus Zeitungsartikeln da war ihr bekannt, dass es in ihrer Stadt jemanden gab, der sich solchen Gegenständen widmete, und das war eben der Mann namens Newkirk. Dem übergab sie dann den Spiegel. Newkirk wiederum, der nahm sich zunächst keine Zeit, diesen Spiegel zu untersuchen. Er schaute einmal kurz hinein, widmete sich dann aber erst einmal anderen Dingen. Einige Tage später, da war im Rahmen einer Veranstaltung eine Ausstellung dieser Objekte, die er besaß, geplant, und dahin nahm er auch den Spiegel mit. Es soll dann während dieser Ausstellung zu verschiedenen merkwürdigen Ereignissen gekommen sein. Zum Beispiel hätte sich eine Frau vor diesen Spiegel gestellt, dort kurz hineingesehen und sei dann kreidebleich geworden und hätte geschrien. Nachdem Newkirk und ein paar andere sie dann von diesem Spiegel weggezogen hatten, da erzählte sie, sie hätte sich selbst als verwesende Leiche darin gesehen. Ein anderes Mal hätte ein Mann vor diesem Spiegel gestanden und dort endlos lange hineingestarrt, solange bis Newkirk ihn dann mehr oder minder weckte. Der Mann hätte danach schwere Orientierungsprobleme gehabt. Er hätte erst einmal realisieren müssen, wo er sich überhaupt befand. Nach einem dritten Vorfall, wo ein Mann erschrocken feststellen musste, dass er in diesem Spiegel den Tod seiner Eltern sehen konnte, die bei einem Autounfall ums Leben kamen, da entfernte Newkirk diesen Spiegel. Newkirk hat eine Ausstellung mit diesen Gegenständen, und dieser Spiegel, der ist dort nur noch mit verhangenem Glas zu betrachten. Er sagt, die Erlebnisse, die er bei dieser einen öffentlichen Veranstaltung mit diesem Spiegel hatte, die hätten ihn davon überzeugt, dass bei dem Teil irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht, und er würde ihn nicht mehr so ausstellen, dass man hineinschauen könnte. So ist zumindest die Geschichte dieses Spiegels. Es ist im Übrigen einer dieser Spiegel mit schwarzem Glas. Was meint ihr, ist es glaubhaft, dass es derartige Spiegel gibt, in die man hineinschaut und dann merkwürdige Dinge sieht, so wie sich selbst als Leiche oder den tödlichen Unfall seiner Eltern oder dass man dann in Trance gerät? Und auch hier die Frage, nehmen wir einmal an, Newkirk käme und würde dir gestatten, einen Blick in diesen Spiegel zu werfen. Würdest du es tun oder nicht? Dieses Bild hier, das hat den Namen Restless Painting erhalten. Und es hängt da nicht einfach so rum, es gibt dazu natürlich eine Geschichte. Dieses Bild duldet keine anderen Bilder um sich herum. Ja, das klingt merkwürdig, aber wie ist das zu verstehen? Dieses Bild hatte verschiedene Vorbesitzer und einige davon, die erzählen, dass bei diesem Bild etwas Merkwürdiges vor sich geht. Denn hängen in seiner Nähe andere Bilder, dann fallen diese ständig von der Wand. Und das soll immer wieder passiert sein, bei Tag, bei Nacht. Sogar wenn man hinschaute, fielen die Bilder neben diesem Bild einfach von der Wand. So die Beschreibung, was es mit diesem Gemälde auf sich hat. Es gab ein paar Ghost Hunter, die haben dort mit ihren Geräten Messungen gemacht, und es gab dort auch einige Ausschläge. Das würde bedeuten, dass dieses Bild zumindest irgendeine Form von Energie besitzt. Dadurch, dass diese Malerei sehr alt ist, da kann man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Kind bereits verstorben ist, natürlich dann als ältere Frau wahrscheinlich. Die Ghost Hunter gehen davon aus, dass dieses Kind vielleicht einen sehr dominanten Charakter hatte. Dass es vielleicht sehr eifersüchtig und besitzergreifend war. Und vielleicht haben sich diese Eigenschaften, diese Energien, dann beim Malen des Bildes in dieses Bild übertragen. Und deshalb könnte es sein, dass dieses Bild keine anderen Bilder neben sich duldet. Ja, ich glaube, bei dieser Erklärung, da muss man schon sehr flexibel und offen für derartige Dinge sein, die da zur Sprache gekommen sind. Aber gut, die Frage ist, was könnte es sein, dass andere Bilder von der Wand fallen, wenn man dieses Bild aufhängt?
Der Mann hier im Bild, das ist Edvard Munch, ein norwegischer Maler, in erster Linie bekannt durch sein Bild Der Schrei. Das ist ja nun nicht gerade so das fröhlichste Bild und insgesamt sind seine Werke schon recht düster. Das hat sicher etwas mit seiner Kindheit zu tun. Er wuchs bei einem missbräuchlichen Vater auf, der ein religiöser Fanatiker war. Und als er 13 Jahre alt war, da starben seine Mutter und seine Schwester an Tuberkulose. Ein weniger bekanntes Bild von ihm, über das man sich aber sehr merkwürdige Dinge erzählt, das ist das Bild Die tote Mutter. Darauf zu sehen eben das, was der Bildtitel schon verrät, eine Frau, die tot in ihrem Bett liegt und davor ihr Kind. Das Kind hält sich die Ohren zu, so als ob es nichts mehr mitbekommen will von dem, was da vielleicht gerade erzählt wird in diesem Raum, nämlich dass über den Tod der Mutter gesprochen wird. Die Bilder von Edvard Munch, das sind jetzt nicht unbedingt so die preiswertesten, die man kaufen kann. Und trotzdem wollten einige Menschen, die diese Bilder dann für viel Geld erstanden haben, dieses Bild hier sehr schnell wieder loswerden. Es wird berichtet, dass einige Besitzer dieses Bildes das Gefühl hatten, von den Blicken dieses Mädchen auf dem Bild verfolgt zu werden. Oder aber, wenn sie an diesem Bild vorbeigingen, dann hörten sie angeblich so etwas wie das Rascheln der Bettwäsche der Mutter. Es wurde erzählt, dass sich die Position der Mutter in diesem Bild irgendwie verändert hätte und es sei vorgekommen, dass dieses Mädchen komplett aus diesem Bild verschwunden sei. Und ein Besitzer, der schilderte, dass er nachts, als er im Bett lag, das Weinen eines kleinen Mädchens hörte, aber in seinem Haus da befand sich eben kein kleines Mädchen. Und als er aufgestanden sei, um zu sehen, wo dieses Weinen herkam, da hätte er bemerkt, dass es aus dem Zimmer kam, in dem dieses Bild hing. Doch sobald er dieses Zimmer betrat, hätte das Weinen augenblicklich aufgehört. Und das Ganze sei eben nicht ein einziges Mal passiert, sondern in mehreren Nächten. Es gibt ja so einige Bilder, hinter denen dann merkwürdige Geschichten stehen. Allerdings ist es nicht so, dass diese merkwürdigen Geschichten irgendeine Auswirkung auf den Kunstpreis auf dem Sammlermarkt hätten. Und trotzdem gibt es immer wieder Bilder, wie dieses hier zum Beispiel, darüber werden die merkwürdigsten Dinge erzählt. Es gibt da so eine Erklärung, die sagt, Bilder müssen nicht perfekt gemalt sein, sie müssen Emotionen übertragen können. Und ich glaube, bei diesem Bild hier von Edvard Munch, da ist das so, wenn man den Titel liest und weiß, was dieses Bild darstellen soll. Diese Erklärung für diese, ich sag jetzt einfach mal angeblich verfluchten Bilder, die lautet dann, dass man sich von diesen Gefühlen, die diese Bilder vermitteln, halt einfangen lässt. Dass man vielleicht Ähnliches erlebt hat, wie auf so einem Bild dargestellt wird. Oder dass die Emotionen beim Betrachten so eines Bildes einfach hochkochen. Und deshalb würde man diese Dinge wahrnehmen, die eigentlich gar nicht da wären. Wie steht ihr zu dieser Erklärung? Würdet ihr sagen, ja, das könnte ich mir so vorstellen? Oder denkt ihr, dass Bilder wirklich in irgendeiner Weise so eine Art Fluch enthalten können? Etwas, das der Maler vielleicht völlig ungewollt mit seinen eigenen Emotionen beim Malen des Bildes in dieses Bild übertragen hat. Und das sich dann, wenn man es besitzt, manifestiert in solchen Dingen zum Beispiel wie das Hören von Kinderweinen und so weiter. Oder habt ihr vielleicht noch irgendeine ganz andere Erklärung? Wenn ihr möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ein Gegenstand, den man so vielleicht nicht in dieser Auflistung erwarten würde, der liegt im Virginia National Museum of Paranormal. Und dabei handelt es sich um dieses alte Comic. Dieses Comic, das wurde von einem Sammler auf einem Trödelmarkt erstanden. Bevor er es dann seiner Sammlung zuführen wollte, da gab er seiner Tochter dieses Comic zum Lesen. Aber kaum hatte die Tochter angefangen, dieses Comic zu lesen, da soll sie merkwürdiges Kinderweinen vernommen haben. Das konnte aber offensichtlich nur sie alleine hören. Ihre Eltern hörten nichts. Das Kind las dieses Comic nicht an einem Tag durch, sondern brauchte mehrere Tage. Und immer wieder, wenn sie dieses Comic las, hörte sie dieses Kinderweinen. Und immer wieder sagte sie ihren Eltern, dass sie ein merkwürdiges Kinderweinen höre. Aber die hörten eben nichts und sagten ihrer Tochter, dass sie sich das vielleicht einbilde oder dass es ein anderes Geräusch ist, das sie einfach falsch interpretiert. Es war so, dass dieses Kind diesen Zusammenhang zwischen dem Lesen des Comics und dem Hören dieses Kinderweinens nicht erkannte. Das fiel erst auf, als der Vater selbst einen Blick in dieses Comic warf und dann ebenfalls dieses Kinderweinen vernahm. Erschrocken legte er dieses Buch zur Seite und bat dann die Mutter der Familie,
ebenfalls einmal in dieses Comic hineinzuschauen und dann hörte auch sie dieses Kinderweinen. Das Buch wurde dann verständlicherweise der Familie unheimlich und sie kannten einen Mitarbeiter in diesem genannten Museum. Dem übergaben sie das Buch zusammen mit ihrer Erzählung, was passierte, wenn man dieses Comic las. Und offensichtlich hatte dieser Mann dasselbe Erlebnis. Nun war es so, dass in diesem Buch der Name eines Mädchens im Umschlag eingetragen war mit einer Adresse. Damit begannen die Ermittler dieses National Paranormal Museums ihre Ermittlungen. Und mit dem Namen des Mädchens und der Adresse, das sich auf der Rückseite des Einbands befand, da konnten sie eine traurige Geschichte ermitteln. Denn dieses Mädchen gehörte zu einer Familie, in der es zu einem Drama kam. Der Vater der Familie, der nahm zunächst seiner Frau, dann seinen 4 Töchtern und dann sich selbst das Leben mit einer Waffe. Die weitere Ermittlung und Untersuchung dieses Buches, die ergab dann, dass dieser rötliche Fleck, der sich unten rechts auf diesem Einband befindet, Blut ist. Wahrscheinlich das eines der Mädchen. Das Buch befindet sich jetzt, wie auf diesem Bild zu sehen, in so einer Kiste mit Glas darüber. Und man kann es sich dann im National Museum of Paranormal anschauen. Ja, meine Lieben, das war jetzt mal ein Ausflug in die Welt der, wie man sich erzählt, verwunschenen Gegenstände oder Verfluchten oder Dinge, an denen einfach fürchterlich negative Energien anhaften sollen. Wenn ihr mögt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass so etwas existiert. Ja, und wenn ihr glaubt, dass das nicht existiert, dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber es gibt ja noch dieses Zwischending. Und da würde mich mal interessieren, welche dieser Gegenstände und ihrer Geschichten ihr für glaubhaft haltet und bei welche ihr sagt, nee, das ist mir dann doch zu abgedreht, das glaube ich nicht. Also, wenn ihr mögt, schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.